Willkommen hier bei Gleis und Preis. Willkommen im Supermarket Simulator. Ich begrüße euch zu Folge 3. Ich konnte bisher immer noch nicht eure Kommentare lesen, weil ich die Folgen an einem Stück bisher aufgenommen habe, beziehungsweise die jetzt aufgenommen habe, bevor die erste Folge veröffentlicht wurde. Daher konnte ich jetzt noch nicht auf irgendwas eingehen. Wir sind auf jeden Fall dabei, unseren eigenen Laden, den wir jetzt mittlerweile benannt haben, in Gleis und Preis, den hier auf Vordermann zu bringen. Und wir kaufen erstmal noch, glaube ich, ein paar Produkte nach. Ich guck mal, Brot haben wir eigentlich. Ich würde das gerne hier nehmen. Entfernen Sie das Etikett. Ich würde das gerne nehmen und hier noch hin positionieren, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Wir brauchen aber auf jeden Fall Tee, Kaffee und Öl ist, glaube ich, auch weg. Tee, Kaffee, Öl. Machen wir mal direkt. Einmal Kaffee. Hat es geklappt? Nein. Jetzt Kaffee, Tee und Öl. Vom Rest haben wir soweit alles. Das kaufen wir mal direkt. So, wir haben hier Same Day Delivery, Same Second Delivery. Haben wir sofort alles hier. So, einer fehlt noch. Ja, dann kommst du einmal dahin. Und der gute Kaffee kommt hier hin. Und dann einmal noch der Tee hier nach oben hin. So, einer passt da nicht hin. Ja, dann kommst du einfach dahin. Okay, so, huch, wir haben ein bisschen Müll gemacht. Egal. Wir öffnen. Klingelingeling, kommen Sie rein. Hier, kommen Sie rein, wir haben offen. Kann ich Sie in einem guten An mit einem guten Angebot begeistern? Herr mit der Sonnenbrille? Nein? Okay. Oh, schön hier, ne? Okay. Unsere nächste Aufgabe im Game ist es, Farbe zu kaufen und die Wände zu streichen. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Verwaltung. Aber wir müssen wieder eine Rechnung bezahlen. Und hier auch. Wachstum einstellen, Lageranpassung, Supermarktname. Nee, dann war das woanders. War das hier im Markt? Farbe. 200. 200 kostet Farbe. Das ist ja fürchterlich. Und den Boden können wir aber auch anpassen. Aber das sollen wir noch gar nicht machen. Kostet auch 200. Okay, ein Tablet weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Ah, Sie kaufen Käse. Sehr gut. Der ist nur 5 Tage alt bisher. So, zack, 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 zack. 26. Nudeln konnten sie nicht finden. Ja, wir haben auch keine da. Tatsächlich. Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln. Da. So. So. Was haben wir hier noch? Eier. Eier, Milch und Wasser. Ja, Milch und Wasser ist auf jeden Fall noch einiges da. Wir können aber das Wasser schon mal auffüllen. So. Hallo. Mit Karte. Das sind 21,50. Eier konnten sie nicht finden. Ja, ich weiß. Ich brauche einen größeren Kühlschrank. So, sie kriegen 50 Cent zurück. Der gute Herr, die Milch ist zu teuer. Okay. Vielleicht gucken wir uns doch nochmal die Milch an. Preisgestaltung. Milch. Machen wir mal 3,50 draus. So. Ah ja, Sie machen einen großen Einkauf. Das gefällt mir doch. Und zahlen sogar passend. Sie sind meine Lieblingskundin heute. Sonst noch irgendwas, was fehlt? Ja, der Puderzucker geht uns gerade aus. Ist aber auch ein echt komisches Angebot mit dem Puderzucker, ne? 5, 6, 7, 50. Markt. Puderzucker. Ahoi. Sonst noch irgendwas, wenn wir gerade dabei sind? Ja, geschnitten Brot ist auch nicht mehr so viel da.
Wir räumen direkt ein. Die Kunden warten sowieso. So. Und das Brot einmal hier hin. Und ja, vielleicht direkt hier drunter. Okay. So. Ordentlich Kunden am Start. Hallo. Sie zahlen mit Karte. 20. Dankeschön. Sie zahlen mit Karte. Sie sind mein Lieblingskunde heute. 33,50. Eier konnten Sie nicht finden. Fragen Sie mal Oliver Kahn. So, 36. Hervorragend. Ich glaube, wir können das Wasser ein bisschen nachfüllen. Ja. Sonst, die Milch wird immer noch nicht gekauft. Die Milch ist immer noch zu teuer. Ganz ehrlich, ne? Ich kann sie nicht mal sehen mit ihrer Hose. Oh, fürchterlich. Da wird aber Milch gekauft, das habe ich gesehen. Nudeln. 7. Da wird noch ein Wässerchen gekauft. Zack, ist aber ordentlich was gekauft hier. Das sind einmal bitte 42,50 und so hervorragend. Sie haben es passend, Sie sind mein Lieblingskunde. Und Sie kriegen einen Fünfer zurück. Keine Nudeln mehr finden. Wir kaufen direkt Nudeln nach. Wo sind sie? Da sind sie. Käse haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel da. Und schwarzen Kaffee auch nicht. So. Einmal die Nudeln. Und einmal der Kaffee. So. Und dann können wir noch das Wasser einmal nachfüllen. Ah, können wir eigentlich auch gleich nachbestellen. Und sonst noch was? Der Käse haben wir nicht hier. Milch? Ja, Milch können wir ein bisschen nachfüllen. So. Okay, hallo. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen mal das Licht an. Ach, kann ich gar nicht. So, Sie kriegen gar nichts zurück, weil Sie passend gezahlt haben. Und Sie kriegen 3,50 zurück. 1, 2, 3, 50. Hervorragend. So. Die Milch ist zu teuer, immer noch. Das finde ich aber wirklich jetzt mal schwach, dass die Milch allen hier zu teuer ist. Milch. Gehen wir auf 3. So. Das sind 13. Käse konnten sie nicht finden. Ja, ich weiß. Ach, sie haben hier den ganzen Käse weggekauft. Deshalb konnte der andere den Käse nicht finden. So. Und das gibt dann einmal 50, 70, 75, 6, 7, 8, 79, 50. Und sie zahlen mit Karte. Okay, so. Jetzt können wir die Eier hier mal einfüllen. Dann haben wir zwar jetzt keinen Käse mehr, aber okay. Und Milch können wir auch nochmal ein bisschen nachfüllen. Piep, 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 piep. Hervorragend, Sie kriegen zurück. Oh, 83, 50, 70, 80. 1, 2, 3. So, wir haben 9 Uhr. Liebe Leute, eigentlich haben wir schon zu. Der schwarze Tee ist zu teuer. Kapitalismus, Baby. So. Sie kriegen 4 zurück. 1, 2, 3, 4. Und sie kriegen gar nichts zurück. Fantastisch. Dann machen wir zu. Und beenden den Tag. Okay, insgesamter Profit 24. Ja, okay, cool. Der Puderzucker ist teurer geworden. Okay.
Wir bestellen Produkte zunächst einmal nach. Wir gehen in den Markt und schauen, was wir brauchen. Mehl haben wir nicht mehr viel. Puderzucker haben wir nicht mehr viel. Nudeln haben wir nicht mehr viel. Öl haben wir nicht mehr viel. Wasserflaschen haben wir keine. Käse haben wir keinen. Der Rest passt eigentlich soweit. Dann kaufen wir das mal. Und haben noch ein bisschen Geld übrig für andere Dinge. Dann gucken wir gleich mal. So. Dann einmal den Puderzucker. Haben wir Puderzucker gekauft? Okay, anscheinend. Nudeln. Eigentlich immer die neuen Produkte nach hinten und nicht nach vorne. Wasser. So, du einmal da hinten. Was ist hier nochmal? Milch. Können wir die Milch nachfüllen? Nein, die kauft immer noch keiner. Dann einmal das Öl. Und hier noch ein bisschen. Und der Käse, der, den können wir nichts machen. Okay, was können wir noch machen? Wir haben immer noch über 450 übrig. Das heißt also, wir könnten tatsächlich mal uns überlegen, ob wir vielleicht eine neue Lizenz kaufen. Benötigt Supermarkt Level 6, dann haben wir noch mehr Produkte. Oder wir machen das mit der Farbe. Das könnten wir eigentlich mal machen. Dieses Gelb finde ich auch ganz fürchterlich. Nee, ein Darlehen will ich nicht. Was sagt eigentlich die Rechnung? Müssen wir schon wieder was bezahlen? Hier sind noch 2 Tage übrig. Das passt schon. Was wollte ich jetzt machen? Achso, erstmal die Farbe. Farben. Was nehmen wir denn für eine Wandfarbe? Weiß ist langweilig. Irgendwas Schönes. Wie wär's mit so einem Dunkelgrün? Oh ja, das will ich. So. Hervorragend. Und jetzt? Ach so, okay. Okay, ich habe hier noch ein bisschen Farbe übrig. Bisschen ist da immer noch übrig. Okay. Das reicht aber nicht für den ganzen Laden, oder? Oder doch? Oh, jetzt ist der Eimer leer. Oder? Geht das noch? Nee, keine Farbe mehr im Eimer. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Aber okay. Wie teuer waren die Lizenzen nochmal? Lizenz für die nächste 400. Okay, jetzt haben wir nicht mehr genug Geld dafür. Dann öffnen wir den Markt und machen weiter mit dem nächsten Tag. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Also ich bin jetzt noch nicht ganz zufrieden, ehrlicherweise, mit der Farbgestaltung. Das sieht noch nicht so zu meiner Zufriedenheit aus, muss ich sagen. Wir könnten aber bald tatsächlich mal überlegen, ob wir nicht einen größeren Kühlschrank oder sowas haben wollen. Das wäre schon nicht schlecht. Haben wir aktuell eine Aufgabe? Nee, haben wir nicht. Hallo, kommen Sie rein. Wir haben schon seit über einer Stunde offen. Ist noch kein Kunde reingekommen. Oder keine Kundin. Hallo. Ich mache Ihnen mal ein Licht an, dann fühlen Sie sich noch wohler. So, Business as usual. Ich hätte schon gerne einen Kassierer. Oh, das ist aber ein cooler Move. Das will ich auch können. Die Wasserflasche ist zu teuer. Sie sind auch eine Flasche, ne? Preisgestaltung. Wasser. Ah, das ist doch nur knapp über dem Marktpreis. Was soll das? 2,80. Fünfzig. Hallo, schicker Herr. Ja,
Sie kaufen ordentlich hier ein und passend zahlen. Sie sind mein Lieblingskunde heute. So, einmal mit Karte bitte. Das sind 12, 10. Dankeschön. Und Sie hier im schicken Kurzarmhemd zahlen bitte 18,50. Danke. No, vielleicht ist jetzt die Frage, wollen wir in einen neuen, in eine neue Lizenz investieren oder in ein neues Regal? Eigentlich brauchen wir beides. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das Müsli ist zu teuer. Pech gehabt. So. Ist ja kein Wunschverein hier, ne? Also jetzt mal ehrlich. So. Brauchen wir irgendwas? Ja, eigentlich haben wir gerade von allem ein bisschen was da, außer dem Käse, der da gerade nicht reinpasst. Und hey, es hat jemand mal ein bisschen Milch gekauft. Fantastisch. Und Wasser können wir auch nachfüllen. Und der Käse, ja, dafür ist kein Platz. Eigentlich hätte ich auch gerne noch ein bisschen mehr Farbe, um den Rest hier zu machen, aber das hat jetzt eigentlich keine Priorität. So, hallo. Einmal 13. Oh ja, großer Einkauf hier. Einmal für die Familie, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 50. Bitteschön. Und einmal für Sie. Sie kriegen 20, 30, 35, 6, 7, 38, 50 zurück. Schwarzer Kaffee ist zu teuer für mich. Hier arbeiten. Der Mehl ist auch zu teuer. Ugh. Sie ist wieder gegangen. Ist aber doof. Hallo. Ich tendiere gerade eher dazu hin, die Lizenz zu kaufen. 28. Und das sind einmal 12. 60. Ja, volle Regale, immer schön. Den Rest können wir nicht auffüllen. Dann gehen wir mal hier hin. Und in die Verwaltung. Lizenzen. Hier müssen wir noch eine Rechnung zahlen. Ja, hier sind noch 2 Tage. 400 kaufen wir jetzt einfach mal. Und haben jetzt. Ups. Na. Ding. Neue Produkte. Preisgestaltung, gehen wir direkt mal rein. So, was haben wir dann hier? Erdnussbutter. Der Marktpreis ist 5,40. Machen wir 7 draus. Farine, Mehl. Marktpreis ist 7. Machen wir mal 9 Dollar draus. Olivenöl. Marktpreis so günstig. Eieiei. Machen wir mal 8 draus. Spaghetti-Nudeln. Machen wir mal 8 draus. Lustu Pakru Basmati Reis machen wir mal 9 draus und Lavasalz machen wir mal 4,50 draus. Wir fangen teuer an. Also, zack, zack, zack. 17 einmal für Sie. Und Sie kriegen nichts zurück, danke. Jawohl, Sie kriegen 13 zurück und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sie zahlen bitte einmal 38,50. Wir machen mal das Licht an. Achso, es ist schon an. Und dann können wir eigentlich. Ne, weil wir machen das morgen mit Produkte nachbestellen. Also am morgigen Tag. Den packen wir auf jeden Fall noch in die Folge hier heute rein. 40, 50. So. Und Sie haben es passend. Sie sind meine Lieblingskundin heute. So, einmal mit Karte. Fantastisch.
Können wir ein bisschen Wasser nachfüllen? Nee. Milch? Ja. So. Einmal die Milch bitte und zack. Ja, wir haben geschlossen. 45 kriegen sie zurück. Salz. Ja, habe ich noch nicht gekauft. So. Und das Mehl. Ein Fünfer. Bitteschön und tschüss. So, wir haben geschlossen. Kommen sie nie wieder. Ciao. Wir beenden den Tag. Tag 9. Insgesamter Profit minus 280. Ja, gut. Klingt nicht so fantastisch. Okay, wir kaufen Produkte. Und zwar erstmal das, was wir natürlich brauchen. Geschnitten Brot und Mehl zum Beispiel haben wir nicht. Nudeln haben wir nicht. So, das passt ansonsten. Schwarzer Tee haben wir nicht. Dann einmal Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Nudeln. Können wir noch ein bisschen? Ja. Der Reis. Und kriegen wir noch das Salz hin? 296. Ne, das kriegen wir gerade nicht hin. Kriegen wir das jetzt hin? Ja. Fantastisch. Und wir sind pleite. So. Was ist das? Spaghetti. Kommt direkt hier daneben. Sehr gut. Dann das Mehl. Das Brot. Mal hier hin. Und ja, die lassen wir mal hier in der Ecke. Müssen wir nicht noch ein Regal für aufmachen. Dann haben wir hier irgendwas anderes. Noch mehr Mehl. Erdnussbutter. So. Was ist das? Das ist der Tee. Der war hier oben. So. Dann haben wir hier das Öl. Können wir noch hier hin positionieren. Und der Basmati-Reis, da haben wir gerade keinen Platz mehr dafür. Nee. Nee, schade. Okay, dann einmal da bitte in die Ecke. Können wir noch was anderes nachfüllen? Milch, Wasser? Nee, sieht voll aus. Eier. Nee, das ist Käse. So. Wir öffnen. Hallo, kommen Sie rein. Und begehen mal einen weiteren Tag. Bin mal gespannt. Machen wir das Licht an. Das Mehl ist zu teuer für mich. Okay. Wir gehen direkt in die Preisgestaltung. Mehl ist den Leuten zu teuer. Machen wir 8 raus. Hallo. So. 13. Sie kriegen 35, 36, 37 zurück. Hätten sie nicht das dort nehmen können, dann hätte ich hier vorne mehr Platz gehabt und hätte den Basmati-Reis dann positionieren können. Ach, immer diese Leute. Oh, wir haben gleich kein Öl mehr. Davon brauchen wir auch neues. Hallo. Okay. Ja, noch keine neuen Produkte bisher verkauft. Mit Karte. Sie sind meine Lieblingskundin. Und der Puderzucker. Nehmen Sie sich doch den Puderzucker. Ach. Ganz ehrlich, ne? Manche Leute. 45, nicht 4. 45, 50 bitte.
Eier. Was noch? Okay, das Mehl. Das geschnitten Brot ist zu teuer. Danke. Käse konnten sie nicht finden, ja, ich weiß. Wir verlassen ihn mal ganz kurz hier und positionieren mal den Reis hier hin. So. Und das Brot können wir, glaube ich, auch noch positionieren. Ja. Sonst noch was? Was habe ich hier? Wasser. Wasser ist, glaube ich, voll. Und Käse. Habe ich keinen Platz für. Der rottet vor sich her. 14, 50. Nee, nicht 40. 50. Ah, sie kaufen Erdnussbutter. Man of Culture. 66, 50, 60, 65, 66. Dankeschön. So, mit Karte bitte. Das sind einmal 49. Und 49, 50. Und der, oh, der kauft Spaghetti. Sehr gut. Und sie kriegen 50, 51, 50. Oh, kein Speiseöl mehr da. Aber wir können den Käse mal einfüllen. So. Speiseöl brauchen wir bald. So, zack. 60. Dankeschön. So, nächste. Zack. So, der Käse. Ich hoffe, der schmeckt Ihnen noch. Er ist schon ein bisschen älter unter uns. Ehrlicherweise, ich würde ihn nicht essen. Das Brot ist zu teuer. Oh, das Brot ist zu teuer. Preisgestaltung. Brot. Brot, Brot, Brot. Da. Machen wir mal 4 draus. So, mit Karte 52. Dankeschön. Was sagen Sie? Der Reis ist zu teuer. So, 48. So, und Sie kriegen 5er zurück. Nächste, oh, Großeinkauf, Wahnsinn. Und Sie kriegen 50, 1, 2, 3, 54, 50 zurück. Und Sie zahlen mit Karte. Hervorragend. Fantastico. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Öl. Wir brauchen dieses Farinemehl. Kaffee sieht auch schlecht aus. Okay. Markt. Also. Erstmal das Salz. So, da haben wir noch gar nichts von. Dann brauchen wir Kaffee. Milch ist auch nicht mehr viel da. Öl. Nudeln. Und haben wir dieses Mehl? Nee, ich glaube nicht. Das haben wir noch nichts. Okay. Wir kaufen ein. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Ganz ehrlich. Warten Sie doch mal. Milch. So. Einmal da in die Ecke. Kaufen Sie doch mal Wasser. Trinkt keiner von Ihnen Wasser, das ist gesund. Kaffee. Die wollen alle nur Kaffee haben, ne? Hier, das kommt mal in die Ecke. Dann das Mehl. Ups, habe ich jetzt aus Versehen da unten positioniert, das wollte ich gar nicht. Dann die Nudeln. Das Öl. Wo kam das hin? Das war hier oben. Und was war das jetzt? Achso, das ist das Salz, ne? So. Okay, so. Dann bedienen wir nochmal die Kunden und danach können wir eigentlich auch schon wieder zumachen. Okay, mit Karte 21, 50. Sie kriegen 30, 35, 36.
Voll, kaufen Sie den Käse. Fantastisch. Mit Karte. Das sind 19,50. Einmal bitte den PIN-Code eingeben. Okay, nächster. Fantastisch. So, kaufen Sie ruhig Erdnussbutter. Das ist gesund, habe ich mir sagen lassen. Sie zahlen mit Karte. 32,50 bitte. Sie haben den Reis gekauft. Sie sind ein guter Mann. Mit Karte. 20,80 bitte. Und dann einmal hier. Bei Ihnen sind es 24,50. Und Dankeschön. 13. So. Sie kriegen 10, 15, 16, 17, 18, 19, 50. Dankeschön. Eier konnten Sie nicht finden. Okay, Sie zahlen bitte 31. Und Sie sind jetzt mein letzter Kunde und dann aber schnell hurtig, ne? Ich will auch nach Hause. 17, 30. Fantastisch. Dann füllen wir noch einmal auf, was wir hier auffüllen können. Endlich mal Leute, die Wasser gekauft haben. Milch. Okay, was ist das? Das ist der Kaffee. Können wir noch nicht nachfüllen. Müssen wir auch noch nicht. Wir gehen einmal ganz kurz hier hin und schauen mal in unsere Rechnungen rein. Rechnung bezahlen und bezahlen. Ja, bezahlen wir das direkt auch, dann ist das weg. Produktlizenzen brauchen wir nicht und ja, einkaufen können wir an dieser Stelle auch noch nicht. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir beenden noch den Tag und schauen uns die Statistiken an. Hey, wir haben Plus gemacht. Sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen hier bei Gleis und Preis, dem Supermarkt des Vertrauens. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.